Es ist ein neuer Monat, das heißt, es gibt wieder eine neue Tierlist von mir. Diesmal wird die ein bisschen anders laufen als die letzten Tierlist, weil ich diesmal kein Format habe, wo ich mich dran aufhängen kann, sondern das ist das Format, was wir nach der Wellness spielen werden. Und ich gebe euch mal meine Gedanken, was ich denke, was gute Decks sein werden und was spielbar sein wird. Weil das ist ja auch das Format, was wir bei der DM spielen werden. Ich werde wahrscheinlich so ein Video nochmal ganz kurz vor der DM machen, vielleicht ein paar Tage vorher, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Insight dazu haben, was für Decks wirklich richtig gut sind. Also hier meine Gedanken zur Meta. Wir haben hier einmal ganz kurz nicht Competitives, ganz unten, seht ihr. Ich habe da einmal ganz kurz so ein paar Decks reingepackt und die schiebe ich einmal jetzt dahin, wo ich sie haben möchte. Und nachher wird da unten was übrig bleiben, was halt nicht Competitive ist. Seht ihr gleich. Ich fange an mit Runic for Hire. Ich packe das mal in Tier 2, weil ich glaube, dass mit der letzten Banlist die Runic-Sex wieder deutlich besser geworden sind. Weil Handtraps nicht mehr so essentiell notwendig sind, um die jeweiligen Decks zu schlagen, weil ihr konntet vorher mit einer Runic-Hand keinen super Heavy Board outen. Deswegen haben wenige Leute die Runic-Decks gespielt, weil die halt nicht so gut waren gegen dieses Matchup, was doch relativ Leute gespielt haben, deswegen hat das eher nicht so gemacht. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder im alten Format, das heißt, die neueren Decks sind jetzt eher nicht mehr da, also Super Heavy nicht mehr ganz so stark, Pole nicht mehr ganz so stark. Und deshalb wird das Deck logischerweise ein bisschen besser. Das gleiche gilt auch für Runic Live Twin. Ich packe das trotzdem in Tier 1 rein, weil ich glaube, dass es ein höheres Ceiling hat, konstanter ist, ein besseres Endboard hat und ich glaube, einfacher zu piloten ist. Und ich glaube, die vier Faktoren sorgen dafür, dass dieses Deck wahrscheinlich häufiger weiter oben sein wird und ihr werdet das wahrscheinlich von mehr Gegnern quasi erwarten, dass die halt dieses Deck halt spielen. Ein anderes Deck, das wieder zurück im Meta ist und zwar richtig, ist Sprite. Sprite war jetzt nie weg aus dem Meta. Aber ich glaube, das pure Deck hat sich den Platz da oben wieder erkämpft. Viele sagen sogar, dass das beste Deck ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Variante mit den Runic halt die beste Variante ist. Allerdings glaube ich schon, dass das ein unglaublich gutes Deck ist, was man nicht vergessen sollte, dass das existiert. Dann haben wir als nächstes Deck einmal Poli. Ja. Es ist ein bisschen schade. Ich packe Poli mal in Tier 3, weil ich nicht genau weiß, wie ich es handeln soll. Denn das First Turn Play mit Plump ist halt jetzt deutlich schwieriger zu erreichen. Ihr habt eine 3 zu 1 Chance, dass ihr die Karte bekommt, mit der ihr Plump machen könnt. Das ist nicht so viel und ohne Plump könnt ihr halt nur nicht mit 6 Materialien setupen im ersten Spielzug. Also ihr könnt halt nicht so viele Karten ziehen und Noir ist dann nicht unberührt. Und das macht die Karte halt deutlich schlechter, weil die einfach geimpfen werden kann und sowas in die Richtung. Wir werden sehen, wie das Deck performen wird. Ich glaube, das ist noch ein relativ cooles Deck. Die meisten werden wahrscheinlich Richtung Ghost Second spielen, was das Deck eigentlich nicht so gut kann. Deshalb packe ich es mal in Tier 3. Nochmal kurz am Rand. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf. Wird mir gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Weiter geht's. Dann packen wir einmal Naturia, also natürlich das Runic Naturia in Tier 2 rein. Es hat die beiden Bäume verloren, die halt gut waren. Allerdings ist es so, das Deck selber hat nur den Weg zu der zweiten Engine verloren. Also den konstanten Weg dazu, weil wir drei davon gespielt haben. Allerdings ist das noch an sich genauso spielbar, nur dass ihr halt zwei Wege von den Bäumen habt. Deshalb glaube ich schon, dass das Deck immer noch ziemlich gut ist und dass auch sehr viele Leute spielen werden. Das nächste Deck sieht ein bisschen anders aus. Ich packe Mathmag mal in Tier 2 rein. Das Mathmag ohne die Karten aus Cybers und Axes war ein richtig gutes Deck, war ein Tier 1 Deck. Cybers und Axes hat den eine Normal Summon gegeben, die halt die Combo ermöglicht auf den Firewall Dragon, der halt dann was in Friedhof schickt, was annullieren kann. Was auch gut ist. Das ist definitiv kein schlechtes Endboard, was ihr accomplishen könnt mit der Trap plus halt dem Monster. Allerdings mit einem Circular ist das deutlich schwieriger. Klar, ihr geht in der Combo mit dem Rang 4 auf den Circular, um den dann zu specialen. Allerdings ist das Board deutlich anfälliger für Handtraps. Denn wenn ihr auf den ersten Effekt der Firewall, der aus dem Deck specialt, wenn ihr darauf eine Ash kassiert, tut das schon ziemlich weh. Und die müssen halt das Play machen mit dem Circular, mit Sigma, bevor die halt auf Extra Deck zugreifen.
Oder die senden nachher Nabla, um den halt aus dem Grave zu specialen. Mit dem Alan Burschen. Ich weiß halt nicht, wie gut und konstant das Deck halt auch funktioniert, weil ihr habt halt nur 7 Circulars. So. Nur. Und die Karte ist neben dem Firewall so ein bisschen der dritte Angriffspunkt des Decks. Deswegen glaube ich nicht, dass das Deck jetzt super viel machen wird. Dann schiebe ich einmal Despia in Tier 1. Despia ist das einzige Deck, was halt bis auf die Fallenkarte, die eigentlich eh nicht mehr hat, nichts von der Stärke, die es halt tut, verloren hat. Wird natürlich ein bisschen davon wieder weggeholt, dass die Leute jetzt halt wieder mehr Ashes oder andere Handles spielen, weil halt Droll nicht mehr ganz so gut ist. Ich glaube trotzdem, dass es halt Despia ein guter Contender ist, vor allem mit den neuen Extra-Monstern, dass es wirklich halt ein solides Deck ist. Dann haben wir einmal Rika Plant, das packe ich mal in Tier 2 rein. Die Reihenfolge ist übrigens vollkommen bums. Das Rika Plant Deck ist ein gutes Deck. Solide, gutes Endboard, Floodgates, möglich in dem Deck zu spielen. Das heißt, wenn wir das Format ein paar Tage weiterspielen, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Weil wir dann wissen, welche Floodgates kann ich benutzen und sind die dann wirklich auch gut. Es ist halt einfach zu stoppen, wenn man weiß, wo man stoppen muss. Also wenn das Deck first geht, ist es insane. Second ist das nicht ganz so gut. Und das ist halt so ein bisschen der Downfall im Deck, dass es halt Second nicht so viel in Board reinspielen kann. Dann Plunder packe ich wieder in Tier 3. Das mit der Runic Engine ist ganz gut, Adventure ist auch ganz gut, aber die Engine von Plunder selber ist nicht so gut, um die halt wirklich weiter nach vorne zu heben. Ich würde mir auf jeden Fall Plunder mal angucken, wenn ihr auf die DM geht, dass ihr zumindest wisst, wie das Deck ungefähr funktionieren soll. Aber das war's auch schon. Trapflicks packe ich auch einmal in Tier 3 rein. Ich habe Trapflicks jetzt die letzten Tage sehr viel gespielt, um mal zu gucken, was das Deck so kann. Das Deck ist nicht schlecht, das Deck ist relativ gut. Ihr könnt eine Karte wie Morganite drin spielen, die euch zwei extra Normal Summons gibt, was halt für das Deck unglaublich gut ist, deswegen hätte ich viel Spell auch. Go Second hat das halt Schwierigkeiten, Go First gewinnt es in der Regel schon, wenn ihr halt nicht Garbage zieht. Das Problem ist halt, ihr müsst halt irgendwie Sarah Stabition, eine Trap haben. Das heißt, wenn ihr nicht mit Mantis oder Memelo startet, wird es schwierig. Natürlich gibt es auch andere Wege, wie ihr mit dem Deck spielen könnt, aber ohne die beiden Karten ist das wirklich schwierig und relativ einfach zu stoppen, dieses Play. Das heißt, ihr endet meistens mit einer Sarah und einer Fallenkarte auf dem Feld, also Holothea in dem Fall, die jetzt nicht wirklich tut. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt ein Deck ist, was ich auf dem Turnier mitnehmen würde, um halt wirklich was reißen zu wollen. Ich packe Dark World mal in viel Potenzial rein. Einfach aus dem Grund heraus. Die Leute spielen keinen Droll mehr. Und Droll ist eine Karte, die das Deck halt geoutet hat. Das heißt, im letzten Format war es halt wirklich nicht gut spielbar. Also nach Super Heavy war es halt nicht gut spielbar. Jetzt ist das wieder besser spielbar. Aber das Deck verliert halt meistens auch an sich selber. Deswegen packe ich es mal in viel Potenzial rein. Ich glaube, es könnte gut sein, aber ich bin mir nicht sicher. Super Heavy packe ich auch mal in viel Potenzial rein. Weil ich nicht glaube, dass ein Deck, was so eine Combo machen könnte, so schlecht sein kann. Klar, das Deck hat die One-Card-Kombos verloren, also 6 von den 12, die es hatte. Ist halt deutlich schlechter, aber wir werden sehen, wie viele innovative Ideen mit dem Deck möglich sind und ob es wirklich spielbar ist. Denn die meisten Kombos sind jetzt 2-Karten-Kombos. Das ist jetzt immer noch nicht kacke, aber halt nicht mehr so gut, wie es vorher war. Dann Sword Soul packe ich auch in Tier 2 rein. Ich glaube, das ist ein solides Deck. Ich glaube, das mit dem Wurm und Denglong besser ist als vorher. Ob das jetzt wirklich für einen Topspot reichen wird, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Manadium packe ich mal hier, zack, einmal rein in T3. Das Deck ist gut, aber halt nicht gut genug, damit es wirklich halt oben in der Meta mitmischen kann. Deswegen würde ich es erstmal jetzt hier ausklammern. Und halt T3, ich glaube schon, dass es ein bisschen was machen kann. Pendel packe ich wieder viel Potenzial rein. Einfach aus dem Grund, der Lock von Kashtira ist zwar weg mit den mehreren Zonenblocken, aber die können immer noch eine bis zwei Zonen blocken, deswegen ist das immer noch spielbar auf jeden Fall. D-Link packe ich auch in viel Potenzial rein. Ich weiß einfach nicht, was mit Decken möglich ist, deswegen seid bewusst, dass die Deck existiert. Ne? Gerade mit dem ganz bisschen Kram ist kein schlechtes Deck. Dann haben wir einmal Labyrinth, das packe ich in T1, weil das ist das einzige
Trap-Deck ist, was wirklich halt nur Traps spielt, was wirklich nicht schlecht ist. Und ich glaube, das hilft im Format halt, weil die meisten Decks mit so Control-Decks, die halt viel Traps spielen, mit Floodgates und so einen Scheiß, Probleme haben. Deswegen glaube ich schon, dass es das ein ganz gutes Deck sein wird, auch für die DM. Dinos lasse ich mal hier unten, Kashtira. Ich packe Kashtira trotzdem mal zur T1. Ich weiß, dass T1 ist gerade relativ voll. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehen, was sich da so etabliert als die besten Decks. Ich glaube, dass Kashtira immer noch richtig gut spielbar ist. Die haben natürlich die Möglichkeit verloren, super viele Karten von dir zu banishen und Sachen zu locken. Aber das Einzige, was von der Engine weg ist, ist der Unicorn auf 2. Das heißt, eigentlich ist alles noch da, außer halt ein Unicorn weniger. Und deswegen glaube ich schon, dass das Deck immer noch ziemlich gut ist, weil der Arisert auf 1, der macht sowas. Gerade im Mirage, by the way, ist das ziemlich beschissen. Allerdings ist jetzt nicht der Grund, wo man jetzt das Game mit gewinnt. Weil wenn man den ersten Arisert nicht outen kann, hat man ja trotzdem verloren. Dann Teeshisu lasse ich mal nicht competitive. Das Deck ist halt richtiger Gamble. Madolch lasse ich auch hier. Mikanko lasse ich auch hier. Ignista. Princess. Drytron packe ich mal da oben hin. Denn ich glaube, Drytron ist mit zwei Heralds auf jeden Fall besser. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen habe. Exorcista, Birds und Dogmatiker lasse ich auch mal hier. Vielleicht das mit das beste Rock-Deck, was wieder an sich selber. Ein Deck, was ich jetzt hier übrigens nicht reingepackt habe, was ich jetzt gerade erst sehe, ist einmal Sky Striker. Das würde ich aber auch hier hinpacken. Also, Me in the Future, pack da mal ein Striker-Ding rein. Denn das Deck mit zwei Engages sollte man nicht unterschätzen, dass es da ist. Heißt, sie haben ein schönes Format, was sehr schön aufgeteilt ist, mit ganz vielen Plätzen, schön verteilt. Fast schöne Symmetrie, was jetzt die Decks angeht, die wir jetzt da so haben. Das war mein Take an das aktuelle Format. Lasst mir in den Kommentaren da, wie ihr das seht. Denn ich denke mal, da werden sehr viele verschiedene Meinungen sein, weil das Format ja gerade angefangen hat. Lasst mir in den Kommentaren da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.